durch. Ich habe einen schweren Auftrag für Sie, Commander. Sie sind der Einzige, der das vollbringen kann. Im skylianischen Randsektor gibt es einen mächtigen Kriminellen namens Darius, der den Großteil der Aktivitäten dort kontrolliert. Ich möchte, dass Sie mit ihm einen Waffenstillstand aushandeln. Ja, willkommen zurück zu Mass Effect, wo ich mal wieder... Ich bin zwar gerade flüchtig vor mehr oder weniger vor allem, aber ich kriege hier trotzdem irgendwelche lustigen Durchsagen vom Allianz-Oberkommando. Die scheinen das ein bisschen zu ignorieren, was irgendwelche anderen Leute machen. Schlechter Witz. Sie machen Witze. Admiral, ich bin die letzte Person, die einen Waffenstillstand aushandeln sollte. Genau aus diesem Grund habe ich Sie ausgewählt, Commander. Darius ist ein Krieger. Er würde einen Unterhändler der Allianz nicht ernst nehmen. Aber bei all dem, was Sie vollbracht haben, sind Sie eine Persönlichkeit, die Darius ernst nehmen muss. Zeigen Sie ihm, dass die Allianz nicht nachgibt. Zeigen Sie ihm, dass er lieber mit uns Frieden schließen sollte. Finde ich trotzdem nicht so gut. Ich halte das für einen Fehler, Admiral. Sie unterstehen nicht meinem Kommando, aber... Wir brauchen Sie für diesen Job, Commander. Sie sind der Einzige, der das richtig machen kann. Das Treffen findet auf einem abgelegenen, öden Planeten statt. Ich übermittle Ihnen jetzt die Koordinaten. Sie erhalten auch alle Hintergrundinformationen für die Verhandlungen. Fünfte Flotte Ende. Na toll. Wir wollten aber trotzdem irgendwelche anderen Leute erschießen. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Weil, was soll das, die Fäcker halt kommen? Mir kam gerade so der Gedanke, Weilers. Ja, wir reden halt mit der. Wie hieß die komische Stimme? Hieß die auch Virgil? Wie heißen alle Leute mittlerweile Virgil? Ich meine, diese komische Stimme da auf Weilers hieß auch Virgil. Dazu kommen wir noch. Das war gerade ein Mini-Spoiler. Ah ja. Warnung, Dr. Qualia Stufe 1. Charidia besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Denn die Kommunikationsbarke in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe Nichterfasserschiffe in dieser Nähe registriert. Auf Charia existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Das die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinen Silikatenstauben, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensform dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind große Verwirrung von Silikaten verursacht hat, können Begehungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Na toll. Das war jetzt mal ein genialer Cut. Was? Ja, total. Also ich beglückwünsche mich ja jedes Mal aufs Neue für meine super tollen Cuts, die ich da immer mache. Ja, doch. Ach, siehst du, ich wollte ja nicht nochmal. Wie viel Inventarplatz habe ich eigentlich? Ich habe das immer noch nicht nachgeguckt. Ich habe 141? Ich habe so viele Schrottwaffen bei, die ich locker flockig zu Universalgel machen könnte. Das einzige Problem ist, es gibt für Universalgel einfach keine Kurztaste. Das ist mega nervig. Warum man sich gedacht hat, dass es für. Das ist dieses. Ah, ich habe zweimal das gleiche Kurzgewehr. Achso, das ist das Ding, das ist Guess. Wisst ihr, Liaba hat doch sicherlich noch kein gutes Geburtsgewehr. Genau, ich kann auch noch mal eins haben. Ich benutze das Ding zwar nie, aber was soll's. Lass mir ja nicht hin. Da ist unsere Quest. Festung, was ist das hier? Anomalie. Fahren wir erst mal eine Anomalie. Da gibt es sicherlich viele interessante Dinge, die wir dann noch erfahren können. Hui. Wow. Ah ja. Ja, irgendwie bin ich eigentlich doch ganz durch, dass die Mako-Fahrten in Teil 2 einfach komplett rausgepatcht haben. Was ich gerade wundert, dass sie das hier eigentlich sogar rendern, wenn man auf einen entfernten Berg aufschießt. Also zumindest die Explosion von dem Ding da. Gottchen. Lass ich ja sagen, nicht die Anomalie ist ganz oben auf diesem komischen Hügel drauf. Nee, ist sie nicht. Zum Glück. Jetzt hätte ich auch ein bisschen geflucht. Wenn jemand eine Anomalie am Ende der Welt gewesen wäre. Das sieht hier irgendwie relativ elends aus. Wie viel Zeit habe ich hier? Ist ja nicht viel. Oh yay, eine Asari-Kapsel. Das ist ja, welch Freude, aber auch gut, dass wir hergefahren sind. Materialien, Schriften, bla bla bla, das lässt sich über sich bestimmen. Und wir kriegen wieder 30.000 Geld. Also das Geld kriegt man halt auch für seinen Rang, das ist... Also, was heißt Rang, aber für sein Level. Man kann ja... Mass Effect hat ja streng genommen noch einen New Game Plus Modus. Ich frage mich ernsthaft, ob es Leute gibt, die diesen echt gespielt haben. Weil das ist... Weiß nicht, das scheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein, Mass Effect auf New Game Plus zu spielen. Ich meine, das ist... Das Spiel ist halt beim ersten Mal ziemlich awesome. Aber danach...
Da kommt ja eigentlich nichts mehr, oder? Wo man sich so denkt, ja. Da, das müsste ich müsste hier nochmal was neu spielen. Weil so ein großes Torium, jawohl. Es gibt hier so große Entscheidungen ja auch nicht, dass man sich denkt, oh ja. Die müssen wir hier auf jeden Fall nochmal neu machen, die ganzen Dinge jetzt hier. Und nochmal zu gucken, wie das genau ist. Oder was verändert sich, wenn man das macht? Und wenn sich Entscheidungen ändern, dann ja immer nur zwischen den Zeilen teilen. Aber der nächste Teil könnte interessant werden, wenn ich wirklich volles Metal auf Abdrücke spiele. Da bin ich ja mal gespannt. Ob da noch was bei rumkommt. Verdammt, die Nebenquest dauert jetzt schon wieder länger als gedacht. Also kleiner Spoiler, wir werden es heute nicht mehr schaffen, nach Eilers zu fliegen. Ich hatte eigentlich fest vor, dass das jetzt die letzte Folge für heute ist. Kann dann der Bock kommen natürlich wieder nicht angeschlichen. Boots. Muss auch scheiße sein. Halt. Schiebst hier Tag ein, Tag aus, draußen in der unwirtlichen Region auf so einen Wachturmdienst. Und dann kommt so ein komischer Jagdpanzer an. Das erste, was der macht, ist dir mit einem schweren Geschütz, was eigentlich gegen Panzer gedacht ist, dir ins Gesicht zu schießen. Da muss echt Freude aufkommen. Oh, was seid ihr denn, Alter? Weiß ich, fühlt man sich nicht ein bisschen verarscht, wenn man gegen so einen Panzer spielt, also, das heißt spielt, aber kämpfen muss. Na guck mal, stell dir vor, du stehst hier draußen als Infanterist. Deine Leute haben bereits die bösen Gegner eigentlich schon kommen gehört. Und dann kommt hier so ein komischer Kampfpanzer an. Boah, die kratzen ja nicht mal mein Außenschild an. Der Panzer fährt einmal nur kurz so einmal um deine Basis rum, ballert alle Leute kaputt. Und bringt alle um. Na Halleluja, da freust du dich richtig. Vor allem, warum haben die Asari eigentlich deutlich bessere Raumpanzerung als wir? Dass die da draußen dauerhaft stehen bleiben können. Weil wir können das ja offensichtlich nicht. Das ist gar keine Asari, oder? Ich dachte, die... Achso, ja gut, das sind Piraten. Piraten sind wahrscheinlich einfach alles. Die hatten ganz schön was aus. Ja, richtig was aus. Die halten richtig toll, die haben gerade richtig Schaden genommen. Die halten richtig was. Also die halten auf jeden Fall deutlich mehr aus als die Gäste in der letzten Mission. Da muss man ja direkt. Da muss man ja direkt vorsichtig sein mit dem Burschen hier. So, waren das jetzt alle? Ich glaube, erstmal waren es alle. Na gut, war doch nicht so schwierig wie gedacht. Und wieder tonnenweise Zeug gefunden. Was, Schneesturm? Ich kenne Schneesturm nur als Dings von in Witcher. Kühlkörper 3 habe ich nur drin. Ich habe noch nichts Besseres gefunden als Kühlkörper 3. Laufverlängerung 5. Was habe ich hier noch? Wolfram 6 habe ich eingebaut. Was kann denn Schneesturm? 20% Schaden. Snowblind-Munition erwirkt höheren Schaden. Protonen, Schildumgebung, Schaden. Die synthetische Ziel. Die sollte ich ja nicht eher mitnehmen, die Wolfram-Munition, glaube ich. Wäre, glaube ich, insgesamt besser für mich. Was habe ich denn hier nicht noch? Ich könnte noch bessere Stabilisatoren einbauen. Achso, upsala. Bringt sicherlich total viel. Polonium-Munition habe ich aktuell drin. Warte mal, hier. Feuerrad ist mir beim Scharfschützengewehr nicht ziemlich egal. Ich muss sowieso mal warten. Da ist natürlich 20% mehr Schaden eigentlich cooler, ne? Und ja, das ist für ein Scharfschützengewehr mit. Mehr Schaden auf Scharfschützengewehr ist mehr gut, glaube ich. Was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Ich erschieße ja einen. Aha, medizinische Station ist ja auch schön, aber. Nu? Ach, da war ja noch ewig Zeit. Ach, Rüstung, warte mal, eine leichte Menschenrüstung, das könnte was für Lehrer sein, oder? Das mochte ich übrigens, auch wenn es gerade ein bisschen lästig erscheint, eigentlich das Ganze hin und her swappen von der Ausrüstung. Das hätte man vielleicht ein bisschen runternehmen können, aber so an und für sich mag ich das Prinzip, dass man halt so eine Ausrüstung hat, die man miteinander vergleichen kann. Oder dass die vielleicht wirklich nicht immer strikt besser gewesen wären, sondern dass es halt irgendwie Vergleiche gibt, dass die halt aus mehr Parametern bestehen, die Ausrüstung, dass es vielleicht irgendwie aus einem Beweglichkeitsparameter geben würde. Das hat doch beeinflusst, wie gut man sich so eine Rüstung bewegen kann. Bei an und für sich, das ist in Mass Effect 2, finde ich, haben sie es ein bisschen zu sehr vereinfacht, wo es einfach nur noch, oh, sie haben eine neue Waffe gefunden. Vor allem, dass man in Mass Effect 2 Munition hat, das habe ich richtig gestört die ganze Zeit. Vor allem, weil es da einige Missionen gab, wo einem wirklich böse die Munition ausgegangen ist, wenn man die aufgepasst hat. Ja, gut, dass ich hier war. Der gehärtete Wandsafe.
Oh fuck, den kriege ich eventuell nicht mal geknackt, oder? Hyperschalllauf? Oh, Hochexplosivmunition? Moment, was macht denn die Hochexplosivmunition? Ach herrje! 500% plus Hitze, plus Waffenwirkung, 20% plus Schaden. Die Waffe wird sehr viel schneller. Das ist ja eigentlich egal für meine Pistole. Ich benutze ja immer diese Fähigkeit, dass die Waffe nicht überhitzen kann. Was macht der Hyperschalllauf? Ja, der ist genau das gleiche, ne? Der Hyperschall. Was ist nichts gerade hier? Hier ist eine Laufverlängerung drin. Eigentlich egal, weil meine Pistole müsste jetzt super schnell überhitzen, oder? Alter. Aber mit der Fähigkeit? Ach verdammt, die überhitzt ja trotzdem mit der Fähigkeit. Nein! Okay, dann geht's doch nicht. Aber ich glaube, mein Scharfschützengewehr, wo es die einzige Waffe, wo es mir noch einfällt, wo es eventuell sinnvoll sein könnte. Dass die Maus nicht richtig funktioniert ist. Ey, das ist so ein Elend, ne? Das ist. Was haben wir hier noch? Kampfoptiken? Dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Selbst wenn du da Fähigkeit überhitzt, dann ist die Munition vielleicht doch nicht so cool. Warte mal. Hier kann ich die nicht einbauen, die Explosivmunition. Nein, das ist ja ein Elend. Nee, warte, ich habe die ja nicht ausgebaut aus der Waffe, oder? Nee, hab ich nicht. Vergessen mal zu doppelklicken. Na, nicht Schneesturm. Explosiv. Moment, da muss ich mal kurz testen. Aber eigentlich müsste die Waffe nach Einschuss schon überhitzen, wenn die deutlich mehr überhitzt als vorher. Ja. Obwohl, das geht eigentlich, ne? Noch ein Hyperschalllauf. Warte mal, wenn die Waffe sowieso überhitzt, wenn ich schieße, dann kann ich ja eigentlich genauso gut auch alles andere einbauen hier. Habe ich noch einen Hyperschalllauf? Nee, leider nicht. Oder? Nee, leider nicht. Leider nicht. Kampfoptiken. 50% maximale Erkennung, Level 8. Habe ich hier noch Stabilisatoren? Nee, die Waffe überhitzt so oder so nach dem ersten Schuss. Das heißt, ich muss mir eigentlich da keine Sorgen mehr drum machen. Dass das so wie die Waffe überhitzen könnte. Warum war ich jetzt eigentlich genau hier? Oder ist die Mission jetzt schon erledigt? Die Asari-Diplomatie. Infiltrieren die Söldnerbasis. Oh, infiltrieren? Infiltrieren aber wie mit, die Leute freundlich fragen, was sie machen und nicht Leute erschießen. Dann bin ich leider gerade gescheitert an meiner Mission. Oder war da oben in der Waffenkammer noch irgendwie ein Computer, den ich leicht übersehen habe? Ja, prinzipiell. Noch mehr hochexplosiv. Jetzt so gegen Ende finden wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Waffen, die hier irgendwie toll sind. Nach einer Schrotflinte wäre die Hochexplosivmunition eventuell auch nicht schlecht. Aber warum wärmt eigentlich die Waffe schneller, wenn man mit Hochexplosivmunition schießt? Ist ja eigentlich auch unlogisch. Haben wir jetzt Waffen abgesehen hier? Was soll ich denn hier infiltrieren? Hier ist nichts. Beiden breit. Hä? Das ist das große Problem bei den Nebenmissionen von Mass Effect 1. Die sind einfach. Da fehlt einfach die Seele. Da merkt man, die haben so gegen Ende gemacht, die Nebenmission, um die Welt noch ein bisschen zu füllen. Aber es ist hier halt absolut nichts mehr bei. Also das ist. Da finde ich hier noch was Tolles. Die sind ja meistens auch ohne noch großartig unvertont. Oder gibt nur diese kleine eine Durchsage vom Flottenkommando und dann war's das. Mehr kommt hier echt nicht rum. Das ist ein bisschen arg langweilig, muss ich sagen. Ja, hier gibt's doch keinen Computer mehr oder irgendwie sowas, oder? Nö. Ach! Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarischen Sklaven an Jäger anführen und Nasana Dantios eine bedeutende Botschafterin auf der Zitadelle Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nasana mit diesen Fakten konfrontieren. Ich soll zum Präsidium zurückkehren und. Na, wie soll ich das denn machen? Das könnte mir irgendwie ein bisschen schwierig fallen, die mit diesen Fakten zu konfrontieren, weil das, naja, Ja, gut, nur weil die Schwestern sind, das heißt ja noch lange nicht, dass sie da untereinander Kontakt haben, also das ist ja. Das ist ja eigentlich ein. Weil kann ich ja nicht direkt von hier aus zurück, sondern. Nee, kann ich nicht. Ich muss erst die Bude erst verlassen, bevor ich hier wieder rausgehen kann. Das ist ja ein Elend. Ja, aber prinzipiell, das ist was daran nicht so schlimm. Nur weil die Schwestern sind. Wo ist das verdammte Problem? Das ist eigentlich meine nächste Quest. Ich wollte noch was machen. Wir wollten noch den Blake treffen. Im Fortuna-System im Pferdekopfnebel. Okay. Fortuna-System im Pferdekopfnebel. Okay, dann fliegen wir da als nächstes hin. Zack. Dum, 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 dum. Man kann übrigens wirklich Punkte von A nach B schieben. Von einem Benutzer zum anderen, würde ich immer sehen, bei bemerkt haben. Fällt mir gerade so ein. Man kann die vergeben. Ich weiß bis gerade nicht wie. Es geht aber auf jeden Fall. So, Pferdekopfnebel. Irgendwas System. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich bin ja so gut im Namen merken.
Hartes Gamma, Gemini, Dingsbums, Marunsee, Voyager Cluster, Armstrong, Sentry Omega, Styx, Hawking, Pangea-Weiten. Was ist denn hier der? Ach, da! Pax, Drenos, Fortuna. Da war ich noch gar nicht. Die Videos sahen damals irgendwie auf meinem alten Röhrenmonitor irgendwie besser aus. Magellanis? Was ist diese Welt? Ne, die sieht ein bisschen groß aus, oder? Turianische Insignien hervorragend. Aber was haben wir das ganze Universum durchsucht, wenn das hier so weitergeht? Amarinthia ist eine kalte Felsenwelt mit einer Atmosphäre aus Kunststoff, Dioxid und Stickstoff. Die gefrorene Oberfläche besteht zum großen Teil aus leichten Titan- und Aluminiumoxiden sowie Vorkommen von Thorium und anderen Schwermetallen, die sich tief in die Planetenkruste finden lassen. Amaratina enthält seinen Namen von der menschlichen Dichterin Sophie Cabral, während sie ihre Dienste an Bord des Allianz-Forschungsschiffs Cooper ableistet. Unter dem Dämmerlicht des roten Zwerges Fortuna erscheint die Oberfläche des Planeten selbst am helllichten Tag in changierten blauen und violetten Farben. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu verewigen. Also zumindest solange diese Zivilisation besteht. Was zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange sein wird. Wenn wir nicht bald nach Eilos eingreifen und hier nicht und irgendwelche Nebenquests machen die ganze Zeit. Ich meine, gerade so als frei in die Endfeld, warum zur Hölle war eigentlich Saren, warum hat er sich eigentlich überhaupt so ewig lange auf seiner Basis in Würmeyer aufgehalten? Der hätte ja auch genauso gut schon lange losfliegen können nach Eilos. Ich meine, der wusste ja, der kannte doch bereits die Position, oder nicht? Hier zoom. Von allen Zeug. Also er wusste ja... Er kannte ja die Position des Mu-Portals von Venesia. Und er wusste, dass da die Röhre zu finden sei. Aber so, eigentlich müsste das schon vorher irgendwie gewusst haben. Das Iridium-Vorkommen ist ja auch. Hey, Sie haben ein kleines Iridium-Vorkommen entdeckt. Welch Freude. Bringt aber genauso viel Geld, wo ich vorhin ein großes Iridium vor. Nee, Thorium habe ich, glaube ich, gefunden vorhin. Das hat genauso viele Punkte gebracht. Hui. Oh Mann. Und mein rechter Vorderreifen kaputt. War ja klar. Aber diese Nebenmission, das ist, da kommt echt nichts mehr rum, ne? Das ist echt viel rumfahren auf Planetenoberfläche. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, da habe ich dazu irgendwie laut Musik gehört oder irgendwie so. Dann war's das. Dann habe ich das irgendwie so ganz nebenher gemacht. Und wie muss das früher gegangen sein? Weil das ist. Ja, prinzipiell, ich kann mir vorstellen, dass gerade so zum Zugucken sind die wahrscheinlich noch ein Stück langweiliger als die Dinger so schon sind. Noch mehr Stimmen. Was ist das? Teneferierung? Was ist denn Teneferierung? 5 plus Schaden plus 50 plus Hitzedämpfung, dann ist ja cool. Was habe ich aktuell drin? Laufverlängerung und das hat ein bisschen Hyperschalllauf. Beide habe ich drin? Ist vielleicht auch nicht so gut, oder? Dann müsste ja meine Pistole ruckzuck eigentlich. Ne. Da kann ich auf jeden Fall sorgenlos schießen. Aber es ist vor allen Dingen gut zu wissen, dass die Fähigkeit nicht macht, dass es gar keine Aufwärmung mehr gibt. Ich dachte mal, das sorgt dafür, dass die Waffe sich überhaupt nicht mehr erwärmen kann. Ob man die... Warum gibt es jetzt die ganzen coolen Upgrades eigentlich... Warum gibt es die ganzen coolen Upgrades eigentlich jetzt erst, die man so finden kann? Die man tatsächlich ein bisschen überlegen muss, weil die halt so extrem sind. Ich frage mich, ob man vielleicht die lustige Brandmunition mit... verbunden mit super tollen Abkühlläufen, ob man die irgendwie verbinden kann. So dass die zu viele. So dass man damit eine starke Waffe hat, die trotzdem nicht so schnell aufwärmt. Warum bin ich jetzt eigentlich zu diesem Ding hier gefahren? Uralte Trümmer. Schön. Vor allem uralte Trümmer, die absolut nichts sagen sind. Man kann nicht mal erkennen, was es sein soll. Außer turianische Insignien dran, das ist ja der Wahnsinn. Und wieder 30.000 Credits fürs Nicht-Zunig-Recht. Jawohl. Ein schöner Planetort hier. So, wie muss sein, es mag ein schöner Planet sein. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Mass Effect. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.